Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und wie soll es auch anderes sein? Wir sind immer noch bei unserem Arox Sattelkipper. Und bevor wir jetzt zu diesen ganzen Modulen hier kommen, das wird nochmal ein richtiger Akt, die ganzen Regler und so weiter einzubauen, damit das Modell am Ende auch fährt, möchte ich jetzt einmal eine Stellprobe so gesehen machen. Das heißt, die packen wir hier mal weg und ich möchte es jetzt einmal im Anführungszeichen fix zusammenbauen, ob das alles passt, ob das mit den ganzen Klicks soweit passt, bevor ich das alles einbaue. Und die Kabel sind ja noch lose, das heißt, ich kann auch gleich mal gucken, wo ich die verlege. Großteils bleiben ja ein paar Sachen auch gleich montiert, weil das spielt dann auch keine Rolle mehr. Und genau, ich habe jetzt hier das vordere Teil schon mal, das war ja schon lackiert. Hier sind diese Positionslampen noch mit dazu gekommen, die Stufen sind lackiert, das ganze Ding ist lackiert. Ihr seht, der Farbton hat sich ja auch dementsprechend verändert. Das hier haben wir, dann haben wir hier unsere Kiste mit dem ganzen Kleinkruschzeug, das wir an die Kabine noch hinbauen müssen, vor allem auch den Grill vorne. Und hier haben wir noch ganz viele andere lackierte Teile, wir müssen den Kipper nochmal zusammenbauen und so weiter und so fort. Ja? Und dann würde ich sagen, wir legen auch direkt los mit der Front hier. Was ich auch gemacht habe, ich habe die Reifen festgeschraubt. Ja, aber in diesen 8 Reifen verstecken sich 4 Prototypfelgen. Ich weiß nur nicht mehr welche. Und bei den Prototypfelgen war das so, dass die Sechskantaufnahme ein bisschen zu groß gedruckt war. Also das Loch war zu groß gedruckt, dadurch wackeln die. Ich weiß aber nicht mehr welche. Das heißt, erst wenn der dann fertig ist, sehe ich, welche Reifen eiern, weil das eben ein bisschen zu viel Spiel hat und die muss ich dann nochmal machen. Ich glaube, die sind alle hinten drin, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt alle festgeschraubt, denn wir werden es sehen und die, die dann am Ende nicht richtig passen, weil es eben noch die Prototypfelgen sind, die tausche ich einfach aus. So einfach ist das. Ich habe jetzt erstmal alle festgemacht, denn ich muss eigentlich nicht mehr unten rein. Die Kabel sind alle nach vorne verlegt, laufen ja alle hier vor. Das heißt, das hier sind ja die Lichter. Das ist die Antriebsachse und das hier ist der Lenkservo und alles andere ist ja eh vorne dran. Ja? So. Dann bauen wir das Teil hier mal hin. Das hier ist das Kabel von den Positionslichtern. Heißen die Dinger Positionslichter? Ich nenne sie einfach jetzt mal so. Und ich habe ja schon gesagt, die will ich festschrauben. Das heißt, ich schraube hier unten einfach eine Schraube rein, seitlich. Dann ist das Teil hier mit dem Rahmen einfach fixiert. Mach mal links und rechts. Bei meinen ersten Modellen habe ich noch gedacht, ich mache es nur auf einer Seite, aber irgendwann wird das dann mal schief, wenn auch dann ein bisschen vielleicht mit den Kabeln auf Klemmung kommt. Deswegen. So. Soweit so gut. Das wäre es auch schon gewesen, was wir hier machen. Nicht ganz. Wir wollen die Front jetzt noch schnell fertigstellen. Die haben wir hier. Das heißt, hier haben wir die Frontblitzer eingebaut und diese kompletten Beleuchtungen hier unten eingebaut. Und das ist jetzt so aufgebaut im Endeffekt, ich habe nur noch diese 2 Nasen hier gelassen. Der Rest ist rausgefallen, das heißt, wir haben hier unten diesen Klotz, diese 2 hier und die Nasen. Und das fällt hier genau hier rein, hält hier unten fest und hält das hier fest. So, das heißt, ich kann jetzt einklicken. Und dann hält es erstmal und wenn dann das Dach drauf kommt, dann fixiert sich das alles miteinander. Ist also super easy gemacht und ich kann das super schnell auch wieder zerlegen, wenn ich irgendwo hin muss, weil irgendwas defekt ist oder ich irgendwas umbauen möchte. Aber wir wollen die Front hier jetzt gleich noch fertig machen. Und zu der Front gehören nachher noch die Türen. Es kommt übrigens noch ein Plot drauf. Freut euch drauf, wir plottern was. Aber wir machen hier erstmal den Rest drauf. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal noch diese Front, glaube ich. Was gehört noch dazu? Das ist alles recht. Dann haben wir hier den unteren Teil. Der kommt auch drauf. Dann haben wir hier unten dieses Teil, oder? Das ist alles Kabine hinten. Das kommt oben drauf. Das brauchen wir nachher noch. Das hier ist für die Kipper. Das gehört aufs Dach. Das gehört auch ans Dach. Das gehört, glaube ich, auch irgendwo an die Türen noch hin. Die ganzen Spiegel müssen wir noch einbauen. So, das ist auch Dach und dann haben wir hier ein paar Schrauben. Okay, so, ich drehe euch mal ein bisschen rum.
Ich baue das jetzt hier einmal kurz zusammen und dann erkläre ich euch noch wieder ein bisschen was. So, soweit haben wir die Kabine jetzt zusammengebaut. Die Schrauben werden hier natürlich nochmal in schwarz nachlackiert, damit das nicht irgendwie hier so am Glänzen ist. Und wie gesagt, ihr kriegt noch einen Plot auf die Seite auf jeden Fall, einen Aufdruck. Was ich gesehen habe, mir fehlt auch noch das Kennzeichen. Da werde ich mir auch noch eins machen und da muss die Stoßstange noch einmal kurz runter. Genau, aber man sieht hier wunderbar, also die Blitzer, die Frontblitzer sind alle noch gut zu sehen. Ich hätte ja gerne hier so ein... noch so ein Gitter drüber gehabt, aber für Brudermodelle ist das echt nicht zu bekommen und die anderen passen einfach nicht. Das ist einfach ein anderer Maßstab. Das funktioniert nicht, das schaut doof aus. Ja. Vielleicht mache ich noch mal irgendwann welche selber. Wie, weiß ich noch nicht genau. Mal gucken, was sich da noch ergibt. Aber soweit finde ich es eigentlich schon sehr schick, wie sie jetzt ausschaut. Ja. So, und jetzt habe ich ja gesagt, wir können die jetzt hier einfach reinklipsen. So, ich klipse die jetzt gerade einmal rein. Und die hält dann eben so, ist sie schon mal fest. Ich drehe es gerade einmal rum. Das heißt, hier habe ich nur diese zwei Clipser und wenn ich die hier nach unten drücke, kann ich die einfach nach vorne wegnehmen. So, Kabel muss natürlich alle hier schön nach hinten durch. Also wir sehen schon, das wird noch ein Kabelsalat sondersgleichen. Hier unten will ich ja im Übrigen das Akkufach lassen, weil es von hinten zugänglich ist. Und genau. Ansonsten versuche ich, dass ich das alles jetzt hier in diesen Block einbaue, was im Endeffekt unter der oder hinter dem Sitz ist. So, hier haben wir einen Sitz mit unserem Check, dem LKW-Fahrer. Ja, ist auch eine Bruderfigur. Ja, der hat nur einen Bart gekriegt, damit er ein bisschen anders ausschaut als alle anderen. Genau, das habe ich, glaube ich, schon gezeigt. Ich habe hier unten einen Stecker gemacht. Das heißt, ich kann jetzt das hier dementsprechend einstecken. Und dann wäre das hier auch schon die Verbindung eben nach oben. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier alles geht oder ob ich dann ein bisschen zuschneiden muss. Denn so in dieser Konstellation hatte ich es natürlich jetzt noch nie zusammen. Schauen wir mal, ob das auch mit den Türen hier so funktioniert. Dann müssen wir da vorne ein bisschen was wegnehmen. Na? Ah, ja, wir müssen da vorne die Kante hier wegnehmen. Das mache ich noch schnell. So, ich habe jetzt einmal hier die Kante und hier die Kante grob weggenommen. Jetzt schauen wir mal, ob das passt, weil dann müsste der einfach hier reinflutschen. Ja, perfekt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Oh, wir müssen echt auf die Kabel aufpassen. Kabelmanagement wird das A und O bei dem Modell jetzt danach hat. So, also den hier unten einfach rein. Das ist jetzt auch schon fest. Passt soweit. Wir brauchen noch ein Armaturenbrett. Hier habe ich mich übrigens dazu entschieden, ich habe es weggemacht. Und habe es einfach nochmal vollflächig schön hingeklebt, dass jetzt hier auch diese Kante hier sauber dran ist. Und ich finde jetzt das ganz okay. Jetzt bin ich zumindest ansatzweise zufrieden damit. So.
kriegt hier noch sein Armaturenbrett. Machen wir den hier zu, den Kameraden. Und dann setzen wir jetzt das Dach drauf. Ich hoffe, das funktioniert auch hier. Also wie gesagt, hier kann ich jetzt das anstecken. Können wir auch gleich mal machen, oder? So. Dann sehen wir auch gleich, ob das alles soweit zusammenpasst. Wie gesagt, soweit war ich ja noch nie bisher. Hier muss noch die Aufnahme, glaube ich, weg. Sonst geht das nicht drauf. Oder schaffen wir das? Mal hier auf. Na. Also hier würde es ja passen. Das heißt, hier wäre es schon mal fest. Und hier drüben passt es auch. Können wir das hier als Halterung gleich nehmen? Der hier hält. Und hier vorne, kritischer Punkt. Wir machen gerade das Ding nochmal weg. Wieso passt jetzt das hier nicht? Also der müsste eigentlich wunderbar drauf gehen. Ah, jetzt da. Ach, mal mit ein bisschen rütteln. Also, Kabine ist drauf. Der hier hinten hält jetzt im Endeffekt auch das Dach fest. Also, ich kann es jetzt nicht dran hochheben, aber es sitzt alles drauf. Hier drüben auch. Das heißt, es fliegt zumindest mal so beim Fahren jetzt nichts umeinander. Und so sieht er jetzt aus. Was sagt ihr? Ich hole euch noch mal ein Stück runter, damit ihr mal auf Augenhöhe seid. So. Und immer noch zu kurz, oder? Ja, ist klar. Irgendwas muss ja sein. Ich finde ihn irre gut. Genauso habe ich ihn mir vorgestellt aktuell. Und ich meine, man muss ja überlegen, wo wir herkamen, gell? Von welchem Brudermodell, von welchem Sandkastenmodell die ursprünglich gestartet sind. Ich zeige euch nachher mal den Vergleich. Ich habe noch einen da. Dann sehen wir mal, was hier so die Verwandlung ausgemacht hat. Ja? Wie gesagt, hier kommt noch ein Plot drauf. Ich glaube, hier vorne sind wir noch nicht ganz dran. Sehe ich das richtig? Ja. Also hier muss ich noch gucken mit dem Spalt. Da werden jetzt die Kabel hier irgendwo wahrscheinlich hier eingeklemmt sein oder irgendwo was nicht ganz hinpassen. Das muss ich natürlich noch schauen, dass hier das Spaltmaß noch wegkommt. Aber ich glaube, von der Komposition her ist es erkennbar, wie das Ganze jetzt auszusehen hat. Wunderbar, oder? Ja, der Hammer. So, hier kommt das Batteriefach eben rein. Und dann soll hier noch irgendwo eben diese Anschlussleiste reinkommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die hier oben hin machen. Dann laufen alle Kabel dann einfach hier zusammen und dann kann ich hier alles einstecken. Wäre natürlich auch genial, weil ich ja eh unter dem Sitz die ganzen Anschlüsse habe. Wäre also eigentlich eine coole Sache. Und ich könnte auch diese Sachen hier steckbar machen. Also ich könnte auch sagen, ich mache eine Seite oder einen Stecker für die Zugmaschine und dann die anderen Stecker für den Auflieger, wenn ich platzmäßig dahin komme, wäre eigentlich auch eine gute Lösung, oder? Was meint ihr? So. Also. Dann hätten wir schon mal unsere Zugmaschine grob zusammengebaut. Wie gesagt, das war ja genau der Test. Also, dass hier unten jetzt das eben noch so wegsteht, da muss ich gucken, warum das so ist und wie wir das beheben können, dass das eher hier fluchtet und nicht ganz so viel Spaltmaß hat. Ich glaube, das hat es im Original nicht. Nee. Also zur Tür hin ja, aber zur Treppe, der hier unten, der muss bündig sein. Sehe ich gerade. Ja, also das machen wir auch noch. Ja, kein Thema. Und jetzt kommen wir noch zum zweiten Teil. Denn wir haben noch den Auflieger vor uns. Das heißt, wir haben hier einmal noch diese Zwangsöffnung. Wir haben hier noch die Heckklappe. Und auch hier, so, jetzt ist es schon schwerer. Ich drehe euch gleich nochmal schnell nach oben. So, jetzt mal eine ganz andere Ansicht. Ich habe euch jetzt nach oben gedreht und einfach mal auf die andere Seite gestellt, ja? Damit ihr das hier seht und ich hier nicht alles hin und her schieben muss. Ja? Also, die Kipperbrücke habe ich schon drauf, die Mulde, ja, die ist schon fest. Die hat auch die Endabschalter und so weiter, sind schon alle angeschlossen. Dann habe ich das hier vom Lackieren geholt. Ich habe im Übrigen angeschliffen, gesäubert, habe es grundiert. Mit einem Haftgrund, dann habe ich es einmal in Schwarz grundiert, noch einmal,
damit die rote Farbe weg ist. Und Rot und Gelb und diese Töne könnt ihr wunderbar mit schwarzer, also erst schwarz und dann in farblicher Lackierung bearbeiten. Dann wird das wunderbar, dann scheint es nicht immer durch. Aber dadurch trägt sich natürlich viel auf. Das heißt, ich habe jetzt hier nochmal was wegfeilen müssen, damit die Heckklappe auch wieder schließt. Denn sonst hätte die jetzt echt gesperrt, allein schon aufgrund der vielen Lackschichten. Ja, so, jetzt können wir die hier einbauen und ihr seht, die schließt wieder schön durch ihr Eigengewicht. Und dann haben wir jetzt hier unsere Streben für die Zwangsöffnung. Wir bauen die Streben schnell zuerst hier hin und dann schraube ich die unten hin. Und dann ist das Ding eigentlich auch schon wieder fertig. So, die Dinger sind installiert und ich habe mal kurz hier ein bisschen Strom angeschlossen. Dann können wir hier mal testen. So, ich habe es auch ein bisschen weiter runter geregelt, dass er nicht ganz weit aufmacht. Vorher ist er ja hier unten angestanden. Er kommt an den Lampen vorbei, keine Sorge, aber ich finde, das reicht so völlig. Und die Heckklappe öffnet einwandfrei, ist also alles tippitoppi. Kommen wir nach unten. Jawohl, schaltet auch ab. Klasse, oder? So muss das laufen. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht, ich habe jetzt mal ein bisschen Strom drauf gegeben. Es sind noch keine Module verbaut. Ich habe einfach nur ein bisschen, wie gesagt, Batterie angeschlossen. Wir haben hier oben die zwei Rundumlichter, die leuchten. Die werden eben auch nicht über ein Modul gesteuert, sondern kriegen im Endeffekt auch Direktanschluss an die Batterie. So wird es auch. Dann haben wir hier vorne die Frontblitze, die leuchten jetzt nur, weil halt nur Strom drauf ist und noch kein Modul. Und hier vorne habe ich jetzt bloß mal die normalen Lichter eingeschalten. Die gehen aber soweit alle. Ich habe das durchprobiert. Dann haben wir jetzt hier unsere Positionslichter. Finde ich, sind auch ganz nice geworden. Auf der Kamera kommen sie, glaube ich, jetzt so gut wie nicht rüber. Aber hier sehen sie einfach nur dezent aus. Sie leuchten leicht und finde ich gut. Ja? Also genauso hatte ich es mir ja vorgestellt. Und wenn sie aus sind, fallen sie eigentlich nicht auf, weil ich habe sie ja überlackiert. Dadurch sind sie jetzt natürlich auch ein bisschen dunkler, aber von dem her finde ich das wunderbar. Aktuell ist ein bisschen hell durch die Kamerabeleuchtung. So, und ohne die Kamerabeleuchtung kommt es auch wieder ein bisschen mehr zur Geltung hier. Da seht ihr natürlich jetzt ein bisschen mehr, weil die Strahler das jetzt nicht überleuchten. Ja? Und wie gesagt, ich finde es super, wenn ich mir überlege, wo wir herkamen. Ich habe es mal mitgebracht. Das hier war die Ausgangsposition. Warum? So, hier kommen wir her. Damit haben wir angefangen, technisch gesehen, ja, mit diesem Modell und haben das Ganze hier wunderbar umgebaut. Und da muss ich sagen, also, ich meine, das ist ja wohl ein himmelweiter Unterschied, was hier passiert ist. Allein schon, was natürlich die Gummireifen ausmachen, die anderen Felgen und auch die Lackierung, finde ich. Da sieht man schon, dass einiges passiert ist. Ihr seht auch, es geht unwahrscheinlich viel Zeit drauf für so ein Modell, für so einen Umbau. Es ist halt ein Umbau und kein einfaches irgendwie Zusammenbauen von Teilen. Denn im Endeffekt muss alles neu hergestellt werden, neu angefertigt werden, viel probiert werden. Und von dem her ist es auch ganz normal, dass das Projekt etwas länger dauert. Ja? Aber wir wollen trotzdem natürlich jetzt dann irgendwann mal fertig werden. Das heißt, wie gesagt, hier, ihr seht es nochmal, wobei es schaut gar nicht, hier unten ist ein bisschen weiter weg, ja, weil es ein bisschen schräger angesetzt ist, aber ansonsten hier täte sogar passen. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht ist unten auch einfach irgendwas ein bisschen verklemmt, dass es nicht ganz in der Flucht ist, aber ansonsten passt es eigentlich schon. Und genau, die nächsten Sachen werden, wir bauen die ganzen Module ein, Fahrregler, Licht, Schaltmodule etc. Und dann können wir auch schon die erste Probefahrt machen und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
damit das Modell endlich mal in Bewegung kommt. Ja? Also, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert den Kanal, tut mir auch den Gefallen. Da habe ich auch was davon und dann kann ich euch auch weiterhin mit solchen Projekten eine Freude machen, hoffe ich. Und genau, drückt die Glocke, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video online geht. Also dann, bis zum nächsten Mal.